gemacht wurde, da wäre ich hier. Und das waren 72 Leute mit ihm drin. Ja. Diese 72 Leute, das sind einfach, das waren Leute, für den Staat auch alles gemacht haben. Und das war eine Person, die hieß Kolahi, mit dem Nachnamen. Das war derjenige, der die Bombe gelegt hat. Der lebt noch. Der lebt noch? Ja. Also von der Schar, von der Scharseite her? Er ist im Ausland, er lebt. Aha. Er lebt. Und dann war es so, dass wir überall hier Bomben außerhalb angelegt haben. Und als das Gebet anfangen wollte, hat er von draußen dann die Bombe gezündet. Ein Schar-Anhänger. Ein Anhänger des Schars. Nein, Mujahedin. Das war dann. Ja. Okay, das war dann nicht mehr. Nein, das war eine Volksbeschädigung. Die haben das. Die waren ja sehr stark in den religiösen Institutionen auch verankert und hatten deswegen auch geschafft, in mehreren Stellen in die Führungskreise hinein, unerkannt natürlich, ihre Leute zu schleusen. Und hier hat es ihnen das gelungen, was selten gelungen ist in einer solchen Revolutionsphase, dass sie die, diesen großen Teil der, das waren ganz wichtige Leute, das war die gesamte, also von der Führungsschicht insgesamt waren bestimmt zwei Drittel, drei Viertel von der Führungsschicht, die hier sind. Das war die Spanier, die da irgendwie dabei ja, ja gut, das war die Islamische Republik von Rumänien. Ja, hier. Und die anderen waren die Volksmittel, die sind so eine Gegengruppe. Nein, na, kann man nicht sagen, die waren schon immer an anderer Position. Nein, 1930 ist ja die Partei. Also, von daher kann man das jetzt nicht sagen, aber das war